das ist eine gute Frage. Haben wir eine Vision? Wir haben eine Vision und es gibt ja zwei Meinungen. Es gibt ja die Anhänger auch von Helmut Schmidts These, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass eine Vision wichtig ist, weil ohne Ziel stimmt jede Richtung und eine Vision ist ein Leitstern, nach dem sich das Unternehmen richtet. Und wir haben gemeinsam mit allen Führungskräften hier im Haus einen Strategieprozess gehabt und am Anfang gab es eine Visionsbildung und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wir nicht das größte 5-Sterne-Hotel werden wollen, nicht das profitabelste, nicht das mit dem höchsten Umsatz, sondern wir haben formuliert, dass wir das herzlichste 5-Sterne-Haus Deutschlands sein wollen oder Luxushotel Deutschlands sein wollen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir gesagt haben, wir müssen auf das fokussieren, was uns von vielen anderen Häusern unterscheidet. Und das ist tatsächlich ein sehr herzlicher, authentischer, dem Gast zugewandter Service. Ein wirkliches Kümmern um den Gast und sich auch die Zeit nehmen. Also wir interpretieren Luxus eben auch als Zeit und Aufmerksamkeit, die wir dem Gast schenken können. Und das Schöne daran zu sehen ist, seitdem wir diese Vision haben, entwickelt die einen wirklichen Sog. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich eine Vision zu suchen, zu formulieren und daran ausgerichtet strategische Ziele zu formulieren und auch die Maßnahmen. Und man muss gar nicht so viel tun, wenn man es mal formuliert hat, dann tritt da sehr viel sehr schnell ein. Und was uns freut, ist, dass wir jetzt schon, also wir haben die Vision vor 5 Jahren formuliert, 5, 6 Jahren formuliert, dass uns jetzt schon viele Gäste sagen, die natürlich überall auch in unseren Broschüren darüber lesen und unsere Philosophie sich da näher bringen, dass die uns sagen, ihr seid doch schon das herzlichste Luxushotel. Und das freut uns natürlich, obwohl wir wissen, dass wir jeden Tag weiter daran arbeiten müssen und jeden Tag versuchen müssen, diese Vision zu realisieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir glauben, dass eine Vision wichtig ist und wir freuen uns, dass wir eine gefunden haben, die, glaube ich, ganz gut zu uns passt.